Die Bayern sind jetzt vorläufig Erster. Leverkusen muss verlieren, damit sie einen großen Vorsprung auf der Tabelle haben. In der 12. Minute ging schon los durch einen tollen Trick von Xabi Alonso und der wird zum Erfolg gekrönt. 1-0, der FC Bayern geht im eigenen Stadion in Führung. Der erste FC Köln letzte Woche gegen Hannover mit einem 2-2, aber das ist ja auch keine Entschuldigung. 29. Minute, Bayern will natürlich nochmal das Tor und das ist Huntelaar, hat lange nicht mehr im eigenen Stadion getroffen, fast noch nie in der Allianz Arena, aber das wird er glaube ich auch irgendwann mal machen. Hier hatte der keine Chance gegen Timo Horn. 31. Spielminute, Einwurf Huntelaar, ungewöhnlich und dann macht's Müller und Douglas Costa ist da mit einem schön Kopfballtor. 2-0 für die Bayern, keine Chance für Timo Horn. Ebenfalls wie das Tor von Xabi Alonso. Dann aber wieder Müller und schon wieder Xabi Alonso. Und Müller ist für mich der beste Mann auf dem Feld, weil er ja schon die zweite Vorarbeit heute gemacht hat und die kam super präzise auf den Kopf von Xabi Alonso und somit traf er zum 3-0. Am Ende gab es dann aber noch eine unschöne Aktion hier von Kevin Vogt an Douglas Costa. Er holte sich die gelbe Karte der Kölner. Am Ende bleibt es dann aber beim 3-0. Die Bayern dürfen feiern. Die Kölner, ja, sind am Boden zerstört. Das war's.